Ja, hallo ihr Lieben. Nein, ich habe kein Action Haul. Heute gibt es einen Teddy Haul. Ich benutze zwar ganz gerne diese wunderschönen Taschen, aber ich habe heute kein Action Haul. Ich würde sagen, wir schauen mal, was ich so gekauft habe. Gut, eben hatte ich das Handy in der Hand. Jetzt können wir loslegen. Ich wollte nicht gleich wieder so starten. Nein, Hilfe! Wieder ein Action Haul. Oh mein Gott! Nein, heute gibt es keinen Action Haul. Davon habe ich ja im Moment mehr als genug. Aber gut, ja, ich bin zugegebenerweise wirklich Action-Junkie geworden. Seit wir Action in Berlin haben, ist es um mich geschehen. Sehr gefährlich und vor allem ein sehr teurer Spaß. So, ich würde sagen, wir starten. Ich bin heute mal zu Teddy gefahren, denn ich brauchte noch ein paar Kleinigkeiten für die Einschulung. Nächste Woche wird meine süße Nichte eingeschult. Zudem hatte ich ja für meinen Neffen eine Geschwisterschultüte gekauft und die ist so mini klein. Oh mein Gott, ich dachte, wie soll ich die füllen? Da passt ja nichts rein, da passen drei Bonbons rein. Nee, also Bianca heute los und hat eine größere Geschwisterschultüte gekauft, damit ich die Schultüten am Wochenende endlich mal fertig machen kann. Denn nächste Woche ist Einschulung. So, ich würde sagen, wir starten. Ich lasse das auch mal gleich draußen. Fangen wir damit doch direkt an. Und zwar, sowas habe ich zum Beispiel im Action nie gesehen oder nicht gesehen. Das kostet zwar 4 Euro, gibt es in verschiedenen Größen und das fand ich sehr, sehr cool. Das kann man sich halt ja, an die Wand hängen. Man hat hier eine tolle Aufbewahrung und das kommt bei mir auf jeden Fall an den Schreibtisch. Ich strukturiere ja hier gerade so ein bisschen rum und ich habe gerade auch ein Action Haul abgedreht. Könnt ihr gerne reinschauen. Ich habe ein bisschen Deko gekauft. Ich mache gerade so ein bisschen meine Bude. Ich meine, man wird ja irgendwie nie fertig. Ich wohne jetzt 9 Jahre, glaube ich, hier. Aber irgendwie so richtig fertig ist man nicht. Dann ist vielleicht was fertig, dann kommt wieder was Neues, dann will man es anders haben oder was auch immer. Auf jeden Fall, ja, habe ich sowas irgendwie in der Art gesucht. So ein bisschen wie so ein Organizer, finde ich ganz cool. Und man kann sich das Ganze hinhängen. Entweder bammelt man einfach nur Nägel in die Wand und hängt das hin. Dann kann man das natürlich nicht so sehr beladen. Oder man ja, bohrt einfach mal 2 Schrauben in eine Wand und hängt sich das hin. Dann kann man das schon, ja. Ich habe gedacht, vielleicht kommen da meine fertigen Resin-Teile rein. Werde ich mal sehen. Auf jeden Fall finde ich es cool. Hat 4 Euro gekostet. So, oh mein Gott. Ich brauchte Geschenkpapier, deswegen bin ich heute auch los. Und ich habe Einhorn-Geschenkpapier gekauft. Das ist der Oberhammer. Und zwar gleich 3 Rollen. Ich habe mir 2 von diesen wunderschönen ja, Unicorn-Papier mitgenommen. Könnt ihr das sehen? Das ist so niedlich. Denn ja, man hat ja auch ein paar größere Sachen für die Einschulung, die nicht in die Schultüte passen. Und das werde ich dann für meine Kleine extra einpacken. Und da habe ich dann gedacht, nehme ich dieses schöne, schöne Papier mit. Hat auch nur 55 Euro gekostet. 55 Euro wäre ein bisschen teuer, ne? Oh mein Gott! Gong! 55 Cent. Davon 2-mal. Einmal hätte wahrscheinlich gereicht. Und ich habe sogar noch eine 3. Rolle gekauft, weil Einhorn, ne? Und ja, da habe ich aber so eins mitgenommen. Sind wie gesagt hier 55 Cent. Das ist auch hier mit Einhörnern und das ist auch sehr, sehr schön. Das ist ein bisschen ja, edler, sage ich mal, nicht ganz so verspielt. Und man verschickt ja auch mal Ü-Post oder schenkt seiner Freundin was oder so. Dann könnte man das unter Umständen mal schön verpacken. Gut, so, das war das. Und wie geht's jetzt weiter? Warum habe ich jetzt hier keinen Fokus? Na also... ja, ganz unspektakulär. Okay, also wir haben hier Umschläge. Ganz interessant. 2 Luftpolsterumschläge für 1 Euro finde ich immer ganz in Ordnung. Aber wenn man überlegt, 50 Cent einer. Und ja, das geht schnell weg bei mir. Ich verschicke ja gerade unglaublich viel Post, wirklich unglaublich viel. Und brauche permanent... ja, Nachschub. Vielleicht muss ich mal gucken, dass ich irgendwie so einen Großposten bestelle. Da spart man ja oft Geld, weil 2 Stück 1 Euro ist dann auf Dauer doch teuer. Zumindest bei diesen ganz großen. Ja, davon habe ich mir dann 2 Stück gekauft. Dann habe ich die mittleren. Da sind 3 Stück drin für 1 Euro. Das ist dann schon ein bisschen besser. Die sind nicht ganz so groß. Das ist so, ja, A5 ungefähr, würde ich sagen.
genau, aber die finde ich ganz cool, die Umschläge vom Teddy. Und eine Packung, da sind dann 4 Stück drin, so diese kleinen, also da passt nicht ganz so viel drin, aber damit komme ich auch mal hin, zum Beispiel für Resin-Teile oder was auch immer, oder die Handlettering-Stifte, die verschicke ich im Moment ja auch viel, die können auch ganz gut rein. So, ich muss mal eben was trinken, Prösterchen. Heute gibt es mal ein Glas Cola hier, das gönne ich mir mal, ne, zur Feier des Tages. Ich war nämlich bei Teddy shoppen. Ich sag euch, Cola ist puh, gefährlich. Das macht so süchtig. Und da haben wir es. Die ist dann also ein bisschen größer. Dieselbe habe ich gekauft, aber in klein, also mini klein. Die kam jetzt hier 3 Euro, die andere 1 Euro. Und ich dachte, naja, als Geschwisterschultüte reicht das ja, was ich da vorher gekauft habe. Aber ganz ehrlich, da passt einfach nichts rein, ja. Und man möchte dem Kind ja da auch ein bisschen was reinmachen. Und ja, das kann ich jetzt machen. Da kriegt mein Neffe dann auch eine schöne Schultüte. So. Ja, dann habe ich mir, wie gesagt, ich mache ja gerade ein bisschen meine Bude. Habe ich mir dieses Home-Holzschild hier mitgenommen für 3 Euro. Das werde ich mir ins Regal stellen. Fand ich ganz schön. Ja, da freue ich mich. Endlich mal so ein bisschen, wird es hier ein bisschen schöner. Ich habe mir außerdem ein Pinselset gekauft für 2 Euro. Denn ich habe mir ja die Deko-Farbe geholt von Action. Da möchte ich mal ein bisschen rumprobieren. Und da brauche ich ja auch Pinselchens. Gelle, sonst wird das nichts. Irgendwie bin ich ein bisschen zu weit und so. Oh, dann haben wir es auch bald so, glaube ich. Ich habe mir Batterien mitgenommen. Die nehme ich mir ganz gerne mal aus dem Teddy mit für 1,08 Euro 8 Stück. Kann man überhaupt nicht meckern, aber die halten auch nicht lange. Muss ich dazu sagen. Aber ja, passt schon. Dann nehme ich immer die AAs und die AAAs mit. Genau. Dann habe ich für meinen Dad, ich habe hier so eine kleine Ecke, wo von meinem Dad das Foto steht und eine Kerze. Und ich hatte mir ja dieses schöne Herz gekauft, dieses Deko, große, dieser Aufsteller, dieser Herzaufsteller klingt irgendwie undeutsch, vom Action, dieses Graue, was ich euch neulich im Haul gezeigt habe. Und da habe ich auch extra endlich einen Platz für gefunden. Das steht auf meinem, auf meiner kleinen Kommode, wo das Foto von meinem Dad steht und die Kerze. Und da hatte ich Engel noch drauf. Und da habe ich aber jetzt in die Ecke das Herz gestellt. Und auf dem Herz, oder ja, an dem Herz sind ja 3 so eine kleinen Regalböen, ganz kleine. Und da habe ich die Engel drauf. Das sieht echt toll aus. Und da habe ich gedacht, das fand ich so wunderschön. Da habe ich mir so eine Schneekugel gekauft. Genau, die bekommt mein Papa. Die stelle ich ihm ins Regal. Jetzt mal schnell weitermachen, sonst fange ich ja an zu heulen. Ja. Gut, weiter geht's. Ich habe mir diese Blechdose mitgenommen. Die kommt in die Küche. Die hat 1 Euro gekostet. Fand ich sehr hübsch. Ich habe ja so ein bisschen, ja, auch ein bisschen grün in der Küche. Mein Toaster ist grün und mein Wasserkocher. Deswegen habe ich mich hier für die grüne entschieden. Und da will ich ein paar Teebeutel reinschmeißen. Dann kann das direkt neben dem Wasserkocher liegen bleiben oder stehen bleiben, die Dose. Ich habe meinen Tee nämlich in der Malmkommode. Ich habe ja eine Malmkommode in der Küche, wo dann so Lebensmittel und so drin sind und auch mein Tee. Und ja, das frisst ein bisschen Platz. Ich habe unglaublich viel Tee. Und wenn ich mir dann morgens meinen Tee mache, immer dann Kommode und da habe ich gedacht, nee, schmeißt du dir hier ein paar Teebeutelchen rein, bleibt da direkt auf der Spülmaschine stehen. Da steht nämlich der Wasserkocher. Genau, fand ich schön, 1 Euro. Dann habe ich hier eine Packung Lutscher mitgenommen für 1 Euro. Die kommt schon mal, also da habe ich schon mal was für die Schultüte von Damien. Wie gesagt, ich habe alles zusammen für die Schultüte von der Joyce. Das ist mein Schulkind dieses Jahr. Sie ist jetzt 7 und wird eingeschult.
Und Damien ist mein Neffe, also das Geschwisterchen halt. Und ja, für Damien habe ich noch nicht alles zusammen. Da habe ich jetzt aber schon mal die Lollis mitgenommen. Ich hatte ihn noch bei Teddy so einen Dino-Puzzle-Sticker mitgenommen. Irgendwie, der steht total auf Dinosaurier. Und ein Jojo hat er noch, das kommt da mal rein. Aber er braucht, wie gesagt, auch noch ein bisschen was. Da gucke ich noch mal nach einer Kleinigkeit. Und wie gesagt, da brauche ich noch ein paar Süßigkeiten für diese Schultüte. Für meine Joyce, wie gesagt, habe ich alles zusammen. Vielleicht mache ich da mal auch ein Haul irgendwie, wenn die Schultüten fertig sind. Was auch immer, mal gucken. So, und dann habe ich mir mega interessant Haargummis mitgenommen. Ich hatte mir neulich auch schon mal welche gekauft. Ich glaube bei Rossmann oder DM oder so. Oder wo habe ich die her? Weiß ich nicht. Und die ziepen so in den Haaren. Da reißt man sich ja die Haare vom Kopf. Und das sind diese Stoffdinger. Die finde ich schöner. Deswegen habe ich mir die heute wieder mitgenommen. Bei Teddy gibt es, Quatsch, bei Action gibt es leider solche Teile gar nicht. Und oh mein Gott! Ich hab's wieder getan. Aber ganz ehrlich, ich habe mich ja mittlerweile ein bisschen mehr unter Kontrolle, was meine Einhörner angeht. Gestern zum Beispiel habe ich im Müller auch was Neues entdeckt und ich habe es tatsächlich liegen lassen, weil ich dachte, nee, ich habe jetzt ja nun wirklich ein bisschen was da, was Einhörner angeht. Aber das hat jetzt 75 Cent gekostet, eine kleine Frischhaltedose. Und die musste einfach mit, die habe ich sogar zweimal da. Ich habe meiner Joyce eine gekauft, die kommt noch in die Schultüte. Ich weiß, dass sie im Moment eben auch auf Einhörner und Pferde generell steht. Ja, und da habe ich mir und meiner Joyce eine gekauft. Wow, und war auch gleich fertig. Und ich sag euch, der Oberkracher, das sind wie gesagt die Einhornsachen. Teddy hat gerade echt wieder mal tolle Einhornsachen. Tada! Wie geil ist das denn? Ja, gibt es tatsächlich auch für S7, für S6, für S5, weil meistens ist es immer nur für iPhone. Gibt es auch für iPhone? Ja, da gab es einmal dieses Motiv. Mein Schatz, sie hat hier pupst, ey. Hat du hier pupst? Vor allem das Geile, wenn ich dann mit ihm rede, so wie jetzt. Hat du gepupst? Dann guckt er mich an und dann geht er ganz schnell. Das ist immer so witzig. Hat du gepupst? Ihhh, schämt sich richtig. Hat die gepupst? Schade, dass ihr das nicht seht drin. Ja, sorry, aber hat mich gerade ein bisschen irritiert. Er ist eigentlich einer, der wirklich gar nicht viel pupst. Ich habe meinen Hund auch noch nie pupsen hören. Ganz selten mal gerochen, aber ganz, ganz selten. Es gibt ja Hunde, die scheißen ja den ganzen Tag rum, aber das macht meiner Gott sei Dank nicht. Gut, so viel zum Thema Hundepupse. Das ist mein neues Smartphone-Case. Das ist für das Samsung S7. Fand ich cool, musste mit. Für 2 Euro, da kann man ja Oma-Jazianisch sagen. Na, und jetzt kommst du hier auch noch an. Jetzt kommt er hier zu mir. Hier ist er gerade. Zeig dich mal. Hat du hier pupst? Ja? Ihhh! Hat hier pupst? Oh, Kinder, also ich hab's gerade nicht so leicht mit meinem Schatz. Ja, der ist ja gerade wieder so ein bisschen liebeskrank. Da müssen wir mal gucken, aber wie gesagt, ich möchte ihn nicht kastrieren lassen und da gibt es auch ja keine Diskussion. Wenn er jetzt extremst leiden würde oder wirklich hier nachts heult und das ist nicht der Fall. Aber man merkt es halt schon, ne? Es ist trotzdem ein bisschen anstrengend. Er ist einfach so ein bisschen, die sind so ein bisschen wie krank dann. Also er frisst nicht und ja, ich versuche ihn halt viel abzulenken und zu spielen. Joa, geh mal weg, mein Schatz. Aber es ist, ja, Mehr kann ich da auch nicht machen. Das ist ein bisschen schwierig gerade. So, weiter geht's. Wir sind jetzt auch durch. Jetzt kommt das letzte. Mama ist gleich fertig. Nee, das ist auch nicht für dich. Jetzt geiert er nämlich hier, ne? Schaut euch das an. Wie süß ist das denn? Das hat 3 Euro gekostet. Und das möchte ich auf die Schultüte oben dann setzen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Das ist ein Einhorn. Na, wie ihr seht, meine. Das sieht man ja, meine, der Torn, das sieht ja irgendwie auch ein bisschen lustig aus hier, der Stängel, wa? Oh mein, das ist wieder ein Haul vom Feinsten. Die Sprüche sind ja auch wieder geil, die Kreise. Ja, das ist ein Einhorn. Ich finde es total gut für 3 Euro. Und ja, ich wollte irgendein Kuscheltier kaufen für die Schultüte. Und klar, Einhorn, da freut sich meine Nichte. Ich weiß, dass sie das ja auch gerade mag. Und das kommt auf die Schultüte, wie gesagt. Vielleicht mache ich ein Video dazu, wenn die Schultüten fertig sind. Wir gucken mal. So, meine Lieben, das war's tatsächlich. Ihr glaubt es jetzt nicht. Aber die paar Sachen haben ja auch wieder ein bisschen was gekostet.
Dieses Hängeteil hat ja schon 4 € gekostet und Schultüte 3 €. Naja, läppert sich dann alles zusammen, aber was sein muss, muss sein. Ja, viele Dinge müssen eben auch einfach gekauft werden. Ja, jetzt werde ich alles so ein bisschen verräumen. Da freue ich mich, denn ich möchte hier mit meiner Home-Deko weitermachen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ich weiß nicht, wann das Video online geht. Wir haben heute Samstag. Ich drehe jetzt ab, weil ich die Sachen eben benutzen, verräumen möchte. Ich habe eben auch ein Action-Haul abgedreht. Aber wann die online kommen, mal gucken, ob die jetzt am Wochenende noch kommen. Ihr werdet sehen. Ansonsten, weil nicht wundern, wenn das Video jetzt zum Beispiel erst Dienstag online ist und ich sage, schönes Wochenende. Ihr denkt wahrscheinlich, ich habe ihn, fülle ihn an der Bimmel. Aber ich drehe heute am Samstag, deswegen wunderschönes Wochenende. Auch wenn ihr das wahrscheinlich erst am Dienstag oder so hört. Aber vielleicht doch am Wochenende. Schauen wir mal. Bis dann. Tschüss.